faktisch steigen die Ansprüche an die Bildung. Das ist faktisch, das ist aber, glaube ich, gar nicht anerkannt. Dann gibt es diese idealistischen, die sowieso die Ansprüche immer formulieren, also dass die heile Welt formuliert wird. Und auf der anderen Seite sehen wir dann, dass gespart wird, gnadenlos gespart wird. Jetzt in Heidelberg machen 60% der Leute, glaube ich, Abitur. Es gibt noch so Gemeinden mit noch höher. Das heißt, da sind alles Akademiker. Und im Kindergarten sind dann die schlechtest Bezahlten. Ja, und die kriegen natürlich dann auch nicht so groß den Respekt. Also wenn die irgendeine Englischvokabel falsch beibringen, dann kommen gleich so Helikoptereltern eingeflogen und sagen was so und so weiter. Und die müssen doch ein bisschen auf Augenhöhe verhandeln können. Ja, ich muss doch auch, ich kann doch nicht irgendwo alles so akademisieren und die Berufe höher entwickeln und da, wo die Kinder, wo das Wichtigste eigentlich stattfindet, die irgendwie so old-fashioned da lassen. Das geht einfach nicht. Ja, und auch die Werte, die vermitteln, also dass sie doch wieder brave Kinder sein müssen und keine Baustelle sein müssen. Ich verstehe das, wenn man so einen Hühnerhaufen hat oder Flöhe hüten muss, dass man dann sagt, sowas wie brav sein ist das Wichtigste, weil das sozusagen die Aufsichtspflicht am einfachsten macht. Das sollen sie ja gerade nicht. Ich habe andere Modelle, kenne ich in Amerika von Verwandten, die sind beides Starberater. Und da kommt das Kind halt zu Puritanern, also echt professionelle Erziehung, auch kann man sagen, so ungefähr in welcher Richtung man das hat. Und die bringen das so bei, eine Bildung bei, wie man die gewünscht gerne hätte. Also die lernen klar zu sagen, was sie möchten, auch Kompromisse einzugehen, die Eltern zu verstehen und so weiter. Sie sollen nicht Duckmäuser sein. Und wird die ganze Zeit über sowas wie ethisches Verhalten geredet, was man tun kann, was man nicht tun darf, dass man auch mutig sein muss und seine Welt erobern muss, aber auch fair und so weiter. Und diese ganzen Werte werden explizit dauernd beigebracht. Also gibt wahrscheinlich auch andere, also der ist jetzt bei Puritanern. Kostet wahnsinnig viel Geld. Ja, also da muss man tief schlucken als Europäer, wenn man sagt, will ich so viel Opfer für mein Kind bringen. Das Problem ist, dass wenn man die Kinder so sehr gut erzieht, dann kostet es wahrscheinlich auch viel Geld. Dann kann man sie nicht so in Aufbewahrungsanstalten stecken. Das heißt, wenn ich jetzt eine höhere Entwicklung der Menschheit haben will, dann muss ich irgendwie in hochprofessionelle Erziehung wahrscheinlich auch investieren. Das muss dann aber auch so auf Augenhöhe sein. Also nicht, früher war das ja immer so, dass Kindergärten einfach nur kamen, so wenn meine Kinder Mist gemacht haben, dann schimpfen sie mal. Oder bei der Schule war das auch so. Sie haben im Grunde meine Kinder nicht, die Anne war immer brav und Johannes hat ab und zu mal irgendwas angestellt und dann schimpfen sie nur auf mich, das soll nicht sein. Dann sage ich, ja, was machen wir denn jetzt? Das ist ihr Problem. Und das kann man natürlich auf eine ganz andere Ebene bringen, denke ich. Und dann müssen sie auch irgendwie wertgeschätzt haben, auch den Respekt haben. Also praktisch auf Augenhöhe meine ich auch, dass der Respekt da sind und der Respekt wird auch, das ist dann verdient, dass das auch auf der Gehaltsebene einfach sein muss und dass sie vielleicht ein Studium dazu haben. Und das Studium würde auch dazu dienen, dass die Bildungssystem besser in den Griff zu kriegen, weil man ja dann eine gewisse einheitliche Wertentwicklung machen kann.